größte Entscheidung in deinem Leben liegt darin, dass du dein Leben ändern kannst, indem du deine Geisteshaltung änderst. Rat, Post, willkommen zu meiner Freundin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Raw 270. In der heutigen Episode möchte ich ein bisschen von den Erlebnissen letzte Woche oder den letzten 2-3 Wochen erzählen und dann im Anschluss noch ein bisschen von meiner Gartenzucht, weil das mir jetzt so ein bisschen entspannt hat. Aber der Grund jetzt erstmal zuvor in einem Video. Also kurz ab habe ich seit letzter Woche meinen Blog angefangen zu starten. Dort will ich ja dann, wie gesagt, immer wieder mal ein bisschen so Sachen, die mich bewegen, Inhalte zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel die Selbstversorgung, Ernährung, Bewegung, Gesundheit, gesellschaftskritische Sachen und so weiter, immer mal wieder posten. Und wie gesagt, ich würde mich halt freuen, wenn einige von euch über den Blog mal reinschauen würden. Zudem möchte ich auch ein bisschen auf die Kommentare von den letzten Wochen eingehen. Das ist halt diesbezüglich auch zu meinem Gewicht bzw. meinem Verlauf, dass ich halt immer mehr abnehme und wahrscheinlich auch die einen oder anderen merken, dass ich mich vielleicht etwas schwächer fühle und sich deshalb Sorgen machen. Einerseits möchte ich euch dafür danken, dass ihr euch Sorgen macht bzw. vielleicht auch ein bisschen entschuldigen, dass ihr vielleicht euch das Leid, welches ihr vielleicht dabei empfindet, mit anschauen müsst. Und da möchte ich halt ganz klar sagen, wenn es euch traurig macht, mir zuzuschauen, dann macht bitte eine Pause, schaut nicht meine Videos, weil ich möchte einfach, dass meine Mitmenschen glücklich sind und ich möchte einfach meine Erfahrungen und meinen Weg mit euch teilen, mit meinen Höhen und Tiefen. Und wenn euch die Tiefen nicht gefallen bzw. euch traurig machen, dann schaut bitte andere Videos, macht etwas, was euch glücklich macht, dann macht ihr euch eine Freude, dann seid ihr gut gelaunt. Wenn ihr gut gelaunt seid, seid eure Mitmenschen gut gelaunt und das wirkt dann wie eine Kettenreaktion und so können wir dann auch schrittweise für eine bessere Welt sorgen und so und könnt ihr mich zum Beispiel unterstützen. Also das heißt einfach, seid gut gelaunt, seid aktiv bei euch in der Gegend, in der Region und ja, so können wir uns dann auch gegenseitig unterstützen. Ich hatte auch heute ein intensives Gespräch mit meiner Mutter, in der ich mich halt auch ein bisschen ausgetauscht habe über meine jetzige Situation und allgemein die letzten Jahre auch, also wirklich sehr familiäres und intensives Gespräch. Da ist halt auch unter anderem ja jetzt das mit dem Studium angefallen, weil ich das halt nicht mehr weitermachen möchte, mich lieber für meine Selbstständigkeit, die autarke Selbstversorgung, das hier mit YouTube, der Gärtnerei, eher beschäftigen möchte, auch vielleicht mit dem Auswandern in tropische Ländern und diese Gedanken halt einfach. Und da hat sie mir halt auch erstmal zunächst Sachen an den Kopf geworfen, weil sie halt wie eine Mutter ist, einfach besorgt ist. Und dann sind wir halt ein bisschen in die Diskussion gekommen und hat sie mir halt auch erzählt, wenn ich halt glücklich bin, dann ist sie natürlich auch glücklich. Und für sie ist es halt auch eine schwere Zeit wegen meinem Vater, meinen zwei Brüdern und mir. Das sind vier verschiedene Sichtweisen. Ich versuche mit allen gerecht zu werden und sie persönlich ist auch ein bisschen unglücklich mit ihrem Leben, weil mein Vater sich auch ein bisschen zurückzieht, hat ja auch tiefe Wurzeln in diesem Hintergrund und sie würde auch gerne ein bisschen mehr von der Welt sehen und na, dann sind wir halt ein bisschen auch in die Diskussion gekommen und ja, sind auch ein bisschen die Tränen geflossen, aber das war jetzt nicht so das Mitleid erregen ja, zwischen euch oder
anderen. Es war halt, wie gesagt, sehr ein intensives Gespräch auch mit der Krankheit von meinem Bruder. Und ja, ich möchte jetzt einfach, weil ich mich jetzt so ein bisschen auch genötigt gefühlt habe, weil ich den Eindruck gehabt habe, dass meine Eltern eine finanzielle Belastung bin, ist natürlich ein bisschen noch nachvollziehbar, weil ich ja, wie gesagt, mein Studium abbrechen werde, beziehungsweise das nicht mehr weitermachen möchte, und die halt Angst haben, wie meine Zukunft ausschauen möchte. Die sind halt auch nicht so begeistert davon, dass ich hier jetzt vor der Kamera sitze und etwas sage. Sind sie halt ein bisschen, ja, überheblich, sage ich mal nicht. Sie sind halt sehr, ja, besorgniserregend oder haben halt natürlich Angst vor meiner Zukunft. Aber ich muss auch ganz klar dazu sagen, dass ich halt auch überzeugt bin, dass ich diesen Weg schaffen werde. Und ich versuche jetzt auch, jetzt kommt langsam der Frühling, mich auch ein bisschen vielleicht nicht mehr so hetzen zu lassen mit dem Geld, dass alles schnell passieren muss, weil das führt einfach dazu, dass, ja, wie gesagt, mir es wenig Spaß macht und wahrscheinlich das auch mal in meinen Videos dann später auch merken wird. Und wenn man alles schnell und überhastet macht, kommt einfach nichts Gutes dabei raus. Also ich werde jetzt wieder weiter meine Verantwortung übernehmen und einfach in der Natur im Einklang leben, einen regionalen Urproduzenten hier bei mir im Dorf mal wieder ein bisschen mehr unterstützen. Den habe ich jetzt auch letzte Woche vernachlässigt, weil ich halt die ganzen Sachen während des Praktikums unbedingt aufarbeiten wollte. Und jetzt geht es dann halt auch langsam los mit dem Pikieren von den Tomaten und da freue ich mich auch ein bisschen darüber. Und ja, aus diesem Anlass wollte ich einfach mal so zeigen, was ich jetzt hier gerade in meinem Keller ein bisschen voranziehe, beziehungsweise welche Pflanzen ich hier im Keller schon vorgezogen habe, damit die halt, wenn es dann wärmer wird und die kühlen Nächte vorbei sind, raussetzen kann. Das wollte ich euch jetzt zeigen, und später dann möchte ich euch noch ein bisschen von meinem Garten so ein kleines Update zeigen, was ich da jetzt alles gepflanzt habe, wie die Sachen blühen. Und ja, das ist einfach so jetzt nach den ernsten oder einigermaßen ernsten Worte beziehungsweise gefühlsmäßigen Worte möchte ich einfach ein bisschen vielleicht mal die ernsteren Themen beiseite lassen mit Ernährung, mit Gewicht, mit Supplementen und Nährstoffen und so. Das ist halt immer dieses Thema bei vielen, wo sie sich halt in Panik machen. Und da möchte ich jetzt einfach mal sagen, es gibt auch Wichtigeres im Leben. Und lieber baue ich mein eigenes Gemüse an, ist vollwertig von der Nahrung. Und da zeige ich euch einfach mal was Schönes, wie, ja, wie einfach Leben ausschaut, wenn, ja, ist für mich so, keine Ahnung, wie die Menschen das sehen, wenn sie Kinder, ja, ihr eigenes Kind auf die Welt kommen sehen. Vielleicht ist es ungefähr so, ich weiß es nicht, aber für mich ist es halt immer so eine schöne Sache, wenn aus den Samen, die man dann pflegt, die man der Erde anvertraut hat, einfach mal ihre kleinen Früchte tragen. Also in diesem Sinne werde ich dann ein bisschen von meiner Anzucht zeigen. Okay, also hier vorne haben wir, da wollte ich eigentlich Paprika sehen, aber anscheinend habe ich, die brauchen halt relativ lange für die Anzucht, und habe ich anscheinend, ja, einen kleinen Fehler oder sowas gemacht, habe sie vielleicht zu tief reingesetzt, bis jetzt sind sie halt nicht rausgekommen, und die Voranzucht war eigentlich im Februar bis März. Das hier ist eine kleine Besonderheit, die möchte ich jetzt nicht unbedingt zeigen. Da werde ich ein späteres Video machen und dann werdet ihr halt sehen, welche Samen es raus wird, ob die funktionieren oder klappen. Macht euch mal auf etwas gespannt. Hier unten ist ein bisschen Weizengras. Dann habe ich hier drüben viele verschiedene Saaten für, also hier Sonnenblume, dann habe ich hier Blumen
ein Blumengemisch für die Bienen, damit die auch im Sommer schön Honig und Nektar sammeln können. Schließlich ist es halt so, dass eine ökologische Gärtnerei eigentlich auch für die Natur und die Umwelt mit sorgen sollten. Also das heißt auch für die Vögel, für die Bienen. Nicht nur der Mensch sollte sein eigenes Essen anbauen, sondern sollte dann natürlich auch für die Insekten, für die Bienen und für die Mikroflora sorgen. Und da habe ich halt hier so ein paar kleine Blümchen angesehen, die ich dann später raussetzen werde für die Permakultur. Ja, hier ein bisschen Giersch. Dann habe ich hier oben, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, hier die kleinen Pflänzchen, die man jetzt sehen kann, ist Thymian und das an der anderen Seite ist Kapuzinerkresse, die möchte ich dann bei den Tomaten ansehen, beziehungsweise bei den Gurken, weil die natürlich Läuse, Schnecken oder andere Schädlinge effektiv von den Tomaten und von den Gurken abweichen lassen. Und wie gesagt, Permakultur hilft natürlich auch, damit die Gurken und Tomaten und andere Pflanzen gesund und fit bleiben. Dann habe ich hier in dem großen Behälter habe ich hier die Salatgurke, kann man jetzt nicht sehen, Suyo Long, das ist eine chinesische Gurke. Dann habe ich noch zwei weitere Gurken hier vorne. Das ist in der einen Seite ist eine russische Gurke, die ein bisschen kältetoleranter ist. Die ist eine Freiland Gurke. Und in den kleineren Töpfen hier unten zum Beispiel, da habe ich dann hier die Salatgurke Tanja. Hier habe ich ein bisschen Zucchini vorangezogen oder möchte ich voranziehen. Und die letzten vier hinten sind Wassermelonen, die ich dann auch später anpflanzen möchte. Hier oben habe ich Grünkohlsprösslinge und ein bisschen roter Spitzkohl. Ich habe damals den Fehler gemacht, dass ich die erste Saat zu früh ausgesetzt habe und deshalb haben die angefangen zu vergilben. Also die sind halt, wollten halt relativ schnell zum Licht, sind halt dann lange und groß geworden und deswegen sind sie halt jetzt eingegangen, weil ich da nicht ein bisschen aufgepasst habe. Und das ist jetzt sozusagen mein zweiter Versuch. Hier habe ich dann auch nochmal da links an der Seite ein bisschen Grünkohl, die Sprösslinge, die werden jetzt auch langsam besser. Und hier nochmal ein paar Tomatensetzlinge. Und hier vorne habe ich, ja, Giersch, den habe ich glaube ich schon mal gezeigt. Und die letzten zwei Töpfe hinten, die ihr da sehen könnt, da habe ich Sellerie, roten Stangensellerie vorangezogen. Der ist jetzt noch ein bisschen klein und der wird dann auch noch später angezogen. Genau, dann möchte ich nochmal einen kurzen Cut machen und dann meinen Garten zeigen. Okay, jetzt bin ich draußen. Okay. Fangen wir an im Garten. Hier im Vorgarten oder im Eingangsbereich haben wir so einen kleinen Kübel und da habe ich unterm Vlies, weil es noch ein bisschen zu kühl wird, einen Pflücksalat. Das sind so, ich glaube, 6 oder 7 Stück. Und die vertragen halt jetzt momentan noch nicht die Kälte. Im April kann es dann noch zu Frost kommen und das Vlies hilft einfach dazu, dass die, ja, warm gehalten werden und dass sie halt auch nicht zu, ja, dass die Erde auch ein bisschen feucht bleibt. Wenn wir dann weiterschauen, dann habe ich hier vorne auch so einen Pflücksalat, da wollte ich jetzt kein Vlies drüber tun. Mal schauen, wie er sich so hält. Ist jetzt so ein bisschen widerstandsfähig. Dann
Hier vorne war das, was im Keller stand, habe ich jetzt rausgebracht, weil es schönes Wetter ist und hier draußen ein bisschen besseres Sonnenlicht ist. Dann hier vorne habe ich Liebstöcke vom letzten Jahr, den habe ich hier so reingesetzt und der wächst jetzt auch schon langsam an. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Dann hier weiter im Topf habe ich Beifuß eingesetzt. Das ist ein Lichtkeimer, den habe ich einfach mal rübergestreut, die Samen. Und da wachsen jetzt auch schon die ersten Keimlinge. Soll gut gegen Malaria sein. Ist halt eine Heilpflanze. Dann wenn wir hier weiter schauen, Fässer für Regenwasser. Hat mein Vater selbst gebaut. Und hier vorne haben wir zum Beispiel Brennnesseljauche. Kann ich auch mal zeigen. Habe ich abgedeckt, habe ich heute angesetzt für die Tomaten zum Pikieren. Wird dann schön anfangen zu stinken, aber dafür habe ich dann Urgesteinsmehl. Seit aus dem Grund verwende ich Brennnesseljauche, weil Tomaten viel Kalium brauchen und das ist halt ein super organischer Dünger auch. Für gewisse Fruchtpflanzen Brennnesseljauche ist auch gut gegen Ameisen zum Beispiel und allgemeine gute Schädlingsbekämpfung wegen der Kieselsäure. Und da kann man halt einfach Brennnesseljauche einfach mal pflücken, ansetzen und 2 bis 3 Wochen im Wasser ziehen lassen, im Sud und täglich umrühren, dann hat man eigentlich einen super organischen Dünger, den man mit Regenwasser zum Beispiel vermengt. Und ganz allgemein, wenn ihr Tomaten zum Beispiel pikiert oder ansieht in den Töpfen umsetzt, dann ist es immer wieder gut, ein paar Brennnesselblätter mit in die Erde einzumischen als guten Dünger. Da eignet sich die Brennnessel hervorragend. Hier ist der Gischt, den haben wir auch rausgestellt. Dann haben wir hier einen Pflanzenkübel. Da habe ich zum Beispiel rote Beete angesetzt. Ich weiß nicht, ob man die Sprießlinge schon sehen kann. So kleine rote Sprießlinge, die man vielleicht sehen kann. Die habe ich schon mal hier angesetzt. Dann hier vorne haben wir einen Kompost. Ganz normal. Sollte da eigentlich jeder Garten haben, wenn man welche zur Verfügung hat. Dann hier habe ich den Johannisbeerenstrauch. Kann man die Kamera abstellen? Also hier den Johannisbeerenstrauch. Den habe ich, ja, den sprießt jetzt wunderbar. Den habe ich Anfang, Mitte März habe ich den angefangen zu beschneiden. Da ist es halt so, dass bei schwarzen Johannisbeeren sollte man halt ja wie bei jedem Baum und Obst gehört, sollte man halt einen Schnitt machen, damit die halt, damit die Pflanze ertragreicher wird und nicht ihre ganze Kraft in die Äste reinversetzt, um dort halt Früchte zu bilden. Und bei der schwarzen Johannisbeere ist es halt zum Beispiel so, dass die ertragsreichen Früchte bzw. die Äste am meisten Früchte und große und saftige Früchte hervorbringen, die einjährig sind. Und das, daher sollte man halt die alten 2- bis 3-jährigen Äste abschneiden und die einjährigen Seitenäste dran lassen. Und am besten schneidet man halt die dann komplett vom Boden weg, sodass halt kein Stummel entsteht und man so da halt so 8 bis 10 einjährige Seitentriebe übrig lassen, damit halt der Ertrag am bestmöglich ist. Und das erkennt man halt auch daran, dass halt älteres Holz bei den schwarzen Johannisbeeren dunkler ist und das junge ist halt frisch und hell. Genau. Dann unter den Johannisbeeren sind ein paar Erdbeeren auch gepflanzt. Dann an der Seite könnt ihr dann die Petersilie sehen, die ist auch noch vom letzten Jahr. Und ja, ein bisschen Wildkräuter, ich glaube Schaboxkraut könnt ihr hier sehen. Bisschen Löwenzahn. Eignet sich auch ganz schön gut als Dünger.
oder zum Essen. Dann habe ich hier den Cranberry-Strauch oder Victoria auch. Da habe ich einen Fehler gemacht, da bei Moorpflanzen ist es auch so, dass die halt einen sauren Boden benötigen und da die müssen halt immer feucht gehalten werden, solche Cranberries oder Heidelbeeren, weil die keine tiefen Wurzeln bilden. Das ist halt wie beim Moor üblich und weil die halt einen sauren pH-Wert benötigen, habe ich jetzt zum Beispiel aus dem Wald Rindenmulch verwendet von Fichten und Fichtennadeln. Man könnte auch Nusslaubblätter verwenden und wenn die halt sich zersetzen, dann entsteht halt ein saurer Boden und da sollte man zum Beispiel nicht Urgesteinsmehl verwenden, weil der macht den Boden basisch und ich wollte halt kein Torf verwenden, auch wenn sich das für so Morbidpflanzen eignet, weil Torf halt eine gute Wasserspeicherung hat und das ist halt wirklich wesentlich, dass halt die Pflanze immer feucht gehalten wird. Aber es ist halt so, dass durch solche Torferden oder Blumenerden die Moore abgebaut werden und das ist halt dann nicht so ganz so gut, weil die natürlich auch CO2 abspeichern und wesentlich sind für die Regulation des Klimas und wenn wir die abbauen und dann braucht sich niemand wundern, warum dann mehr Dürren, der Klimawandel voranschreitet. Das hängt halt alles zusammen. Dann kommen wir zur Terrasse, hier in den großen Töpfen, die ich halt auch mit Kokosmatten umwickelt habe, weil die dann nochmal zusätzlich die Wärme aufhalten. Habe ich meinen Selbstversuch mit Moringa, da habe ich ein paar Moringa-Samen. Und die habe ich jetzt angesetzt, ist auch schon mein dritter Versuch, weil ich sie auch zu früh eingesetzt habe und die brauchen halt auch viel Licht. Und ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber hier, da ist schon eine kleine Moringa-Pflanze und da habe ich auch ein bisschen, wo mein Vater den Rasen gelüftet hat, das nennt man so, wenn man in den Moor raussieht, da habe ich halt hier als kleinen Mulch das über die Erde gestreut, das verhindert zum Beispiel die Erosion oder die Ausspülung der Nährstoffe von der Erde. Also mulchen, den Boden immer stetig mulchen, ist immer eine gute Sache. Auch zum Beispiel auf dem Balkon kann man immer wieder zum Beispiel auch Brennnessel wieder verwenden. Einfach irgendwas drüberlegen über den Boden, damit auch die effektiven Mikroorganismen und die Pilze, die dann in Symbiose mit den Pflanzen gehen und auch dafür sorgen, dass die Pflanzen mehr Nährstoffe aufnehmen und gesund bleiben, damit die halt auch etwas zur Nahrung haben. Denn die effektiven Mikroorganismen sind dann natürlich dafür verantwortlich, dass die Pflanze überhaupt ihre Nährstoffe generieren und aufnehmen kann, denn ohne sie geht's leider nicht. Und daher immer schön den Kreislauf der Natur schließen. Dann haben wir hier die verschiedenen Tomaten. Ganz außen, die hier, das sind die Fleischtomaten von meinem Vater. Die hat er vom Arbeitskollegen zum Beispiel bekommen. Dann daneben, das ist eine Indigo Rose Sorte. Das sind so kleine, mittelgroße Tomaten. In der Mitte haben wir dann die Black Zebra. Da ist ganz schön wenig, da habe ich einen kleinen Fehler, glaube ich, auch gemacht. Dann ganz außen sind die Blue Pits. Und ganz hinten sind die Blue Orange, also sind mehr mittelgroße bis große Tomaten. Und die wollten wir dann auch hier aussetzen. Da, wo ihr zum Beispiel die rote Beete gesehen habt, da wollten wir auch ein paar Tomaten hinsetzen. Dann haben wir hier noch ein paar Blumenkasten. Dann wollte ich vielleicht noch ein paar größere Kisten besorgen und dort auch ein paar Tomaten reinpflanzen. Zum Beispiel auch Balkontomaten. Einfach rumtesten und schauen, wie die wachsen. Genau, und die habe ich jetzt hier in der Sonne gestellt und die sollten auch schon langsam pikiert und rausgestellt werden. Dann hier ist zum Beispiel der Selbstversuch mit dem Baum, den ich retten wollte, diesen Baumast, aber ich glaube, der wird nichts mehr, der Pflaumenbaumast. Ist schade, aber naja. Dann wollen wir hier weitergehen. Dann haben wir hier die ganzen Hochbeete, das ist halt aus dem Grund, weil mein Vater, meine Mutter haben halt eine
Bodenheizung und die zieht halt Wärme von dem Gras. Deswegen haben wir das hier als Alternative gemacht. Da haben wir jetzt auch als unterste Schicht zum Beispiel Gehölz mit vieles verschiedene Gehölz, Küchenabfälle, Garten. Schnitt, da haben wir ein bisschen alte Erde drauf, zum Beispiel eine Anzuchterde, haben wir dann draufgelegt und im Anschluss haben wir dann nochmal ein bisschen Gartenabfälle, Kompost, Humus, Terra Preta, Pflanzenkohle und Urgesteinsmehl reingemacht. Da mache ich noch extra Videos, warum die ganzen Substanzen so wichtig sind und warum sie so hervorragend sind. Genau, dann haben wir ein bisschen normale Pflanzenerde gemacht, drüber gemacht, weil wir jetzt noch nichts angepflanzt haben. Bis auf, da habe ich zum Beispiel jetzt auch Karotten angesetzt. Haben wir die jetzt, um den Boden vor Erosion zu schützen, haben wir die oberste Schicht mit Karton ausgelegt. Und das haben wir halt bei den ganzen Kästen so gemacht. Also hier ist auch wieder Karotten und rote Beete drinnen. Fürs Erste als Erstkultur. Genauso wie hier. Hier die Fäden, die ihr halt sehen könnt, ist zum Beispiel, dass hier mein Vater Bohnen anbauen möchte. Also seine Feuerbohnen und die sollen dann hier so hochwachsen. Und das Gute ist halt an Bohnen, dass die halt von der Luft, die zu 78% aus Stickstoff besteht, dass die dies absorbieren und in den Boden anreichern und dadurch nochmal ein zusätzliches Pflanzenwachstum fördern. Dann habe ich halt hier als Symbiose sozusagen schon mal die ersten Zucchinis angesetzt. Und weil es halt im April, glaube ich, noch einmal so 6 Grad haben wird, werde ich da nochmal zum Beispiel ein Vlies drüberlegen für die Zeit oder einfach einen Eimer, damit die halt geschützt werden. Aber das war halt so mein erster Gedanke, dass halt Zucchinis zum Beispiel viel Stickstoff benötigen auch. Und da wollte ich einfach so permakulturmäßig mit den Bohnen hier den Stickstoff anreichern lassen, damit die Zucchinis besser wachsen. Dann hier an der Seite so ist halt das Tomatenfeld und das wollten wir halt auch hier mit dem Gehaus ein bisschen überdachen, dass die halt windgeschützt und regengeschützt sind, damit die halt zum Beispiel keine Krautfäule bekommen und weniger Krankheiten. Da habe ich jetzt hier von meiner Anzucht her, das ist der ganze Brokkoli. Ist halt auch wichtig, dass der Boden immer lebendig wird und keine Pacht kommt, weil wenn man das Leben aus dem Boden nimmt, dann stirbt der Boden sozusagen ab. Deswegen immer irgendwas im Garten wachsen lassen haben und so bleibt der Boden schön lebendig. Und da habe ich auch was für meine grüne Säfte. Hier vorne habe ich schon mal Pflücksalat angesetzt. Der ist ein bisschen beständiger. Der belebt es. Dann hier ist halt ein Kasten für die Gurken. Zum Beispiel, genauso wie hier. Und da wollten wir auch vor dem Kasten auch noch ein paar Gurken anpflanzen. Aber mal schauen, wie sich's ergibt. Und hier vorne habe ich dann Giersch. Den habt ihr auch von unten gesehen. Dann kommen wir zu meinem Hauptanbaufeld im Freiland. Das ist hier so die Fläche. Da habe ich jetzt momentan Möhren überwiegend angebaut. Ich weiß nicht, ob man die noch sehen kann. Ich glaube, hier vorne ist eine hier. Da ist schon eine aufgegangen. Das ist eine Karotte. Die habe ich hier angebaut. Und hier vorne ist zum Beispiel Feldsalat vom letzten Jahr. Und da habe ich auch wieder ein paar Süßlupinen zum Beispiel angesetzt, damit ihr auch wieder Stickstoff hier anreichern können und natürlich auch wieder für die Bienen und für die Insekten, damit die auch was haben. Da wollte ich halt auch so eine kleine Permakultur ansetzen, wollte ich zum Beispiel auch Zucchini reinsetzen, Wassermelone, Paprika. Mal schauen, was es so sich ergibt. Da hinten habe ich dann auch wieder Kopfsalat gesetzt. Genau. Also wie hier an der Seite habe ich dann ein bisschen Hirse, Braunhirse gesetzt und auch wieder rote Beete,
Und das ganze Wurzelgemüse, Stangensellerie habe ich auch immer ein paar Samen hier reingeschmissen und ein bisschen Kopfsalat. Und hier vorne unter dem Vlies, da habe ich so mein eigenes Beet versucht anzubauen. Und da habe ich ja auch schon in dem Trailer von meinem Kanal so ein bisschen gezeigt, wie es unterm Vlies ausschaut. Da habe ich halt auch überwiegend Salatköpfe drinnen. Die wachsen auch schon ganz schön gut. Blumenkohl, Grünkohl, Sprösslinge habe ich auch reingesetzt. Einfach ja zur Ergänzung. Und da bin ich mal gespannt, wie das so wächst. Auch mit effektiven Mikroorganismen wieder gut versehen. Da ist es wichtig, bei den effektiven Mikroorganismen, dass ihr, wenn ihr die zum Beispiel in eurem Balkon oder in eurem Garten ausbringt, dass die sind halt sehr UV-empfindlich. Das heißt, ihr solltet sie nicht in der Mittagssonne oder zur Mittagszeit begießen. Und da ist es halt auch wichtig, dass zum Beispiel am Abend ist es optimal zu oder zur Regenzeit, damit die Mikroorganismen dann in den Boden reingehen und dort dann sich verkriechen können, sich vor der Sonne schützen können. Und die arbeiten halt auch erst so ab ca. 8 bis 10 Grad. Dann da hinten, ich weiß nicht, ob man sie sehen kann. Ja, kann man schlecht sehen. Also da hinten, hier ist Anna, mein Wacholder. Und sie wächst auf und gedeiht. Dann hinter der Wand haben wir den Aronia-Bärenstrauch und der ist ein bisschen unglücklich. Also der hatte ja schon grüne Blätter und wo ich ihn dann im März rausgesetzt habe, war es halt noch schönes Wetter. Aber dann ist halt dieser Frost gekommen und das hat den jetzt ziemlich zum Schaffen gemacht. Ich weiß nicht, ob er es überstehen wird, aber ich versuche mein Bestes, ihn wieder auf Vordermann zu bekommen. Da habe ich an der Seite, könnt ihr auch sehen, also da so ein paar Erdbeeren gepflückt habe und das auch wieder abgedeckt habe mit Stroh und vor dem Aronienstrauch habe ich auch ein bisschen Salat angesetzt. Dann hier vorne habe ich die Autumn Bliss Himbeere, die ist dann auch schon langsam am Treiben und die hat zweimal Früchte, einmal im Juni, Juli und dann im Oktober. Und hier an der Seite habe ich so ein bisschen Rucola-Sprossen angesetzt. Die wachsen auch schon langsam vor sich hin. Und hier hinten ist mein eigener Kompost im Selbstversuch. Da habe ich jetzt so eine Plane festgeschraubt. Beziehungsweise so ein Gerüst gebaut mit der Plane, um sie halt ein bisschen vor Wind und Regen zu schützen für ein optimales Verhältnis und dass sie halt nicht jetzt hier so in der Mittagssonne für Temperaturschwankungen sorgen, dass das alles schön konstant bleibt. Aber dazu werde ich auch noch ein Video machen, wie man Kompost am besten macht. Und hier ist der Pflaumenbaum, den ich angesetzt habe, meinem Vater. Genau. Den haben wir auch mit den zwei Halterungen, damit er halt auch windgeschützt ist. Und den haben wir halt auch in einem Pflanzloch reingesetzt. 40 x 40 x 40 tief haben wir die Halterungen nebenan gesetzt. Und den hat er dann reingesetzt mit seinen Wurzeln. Treibt auch ganz schön. Und da ist es auch wichtig, dass es ist halt ein Buschbaum, der wird halt so circa 3 Meter groß und da ist es auch wichtig, für den Baumschnitt zu sorgen. Bei so Steinobst sollte man so circa die Hälfte vom Ast entfernen, damit der halt dann eine schöne Krone bildet und schöne Früchte trägt. Und da ist es auch wichtig, dass man sollte zum Beispiel Kompost mit einarbeiten in das Pflanzloch, aber man sollte es nicht zu
unfertigen oder zu tief den Kompost einarbeiten, weil die Wurzeln halt auch ziemlich jung sind und das könnte dann auch zum Faulen anregen, beziehungsweise den Baum dann nachhaltig schädigen. Ach ja, und ein Qualitätsmerkmal, den mir heute der Peter gesagt hat, ist, wenn ihr Wurzeln zum Beispiel kauft oder Pflanzen, weiße Wurzeln sind immer ein Qualitätsmerkmal. Wenn die sich verfärben oder rot werden, dann solltet ihr solche Pflanzen oder Bäume am besten nicht kaufen. Also in diesem Sinne hoffe ich, dass euch so mein Rundgang gefallen hat und wir sehen uns in der nächsten Episode von Raw to 70. Bis dahin. Ciao.